Grüß Gott. Mein Name ist Richard Weigersdorfer und ich begrüße Sie heute einmal von meinem Schreibtisch aus und nicht von Studio. Die Beleuchtung und die ganze Qualität vom Bild ist natürlich nicht so gut als wie unten, aber ich denke, es ist einfach unkompliziert. Ich bin ganz alleine im Studio, im Büro hier an meinem Schreibtisch und kein Kameramann und nichts stört meine Ruhe und die Art, mit Ihnen zu reden. Und ich möchte Ihnen heute etwas über Karma erzählen. Karma hat natürlich auch zu tun mit Wiedergeburt, denn es gibt nicht die Erbsünde, die uns so von der Kirche erzählt wird, sondern wir haben alles, was wir so mitbringen an irgendwie schwierigen Dingen, haben wir irgendwann einmal selber erschaffen. Und wie Karma überhaupt entsteht, das will ich Ihnen hier mal zeigen an einem kleinen Beispiel. Ich habe schon eine Zeichnung vorbereitet. Und zwar sieht man hier diesen violetten Weg. Das ist der Weg zu Gott, der Schnirlgrade. Und wir können aber hier nicht zu diesem geraden Weg gehen. Das liegt uns nicht und wir werden hier irgendwie geboren. Das ist einmal die grüne Linie, wie es normal ist. Wenn man jung ist, ist man dumm und probiert viel aus. Und man oszilliert praktisch um diesen Weg zu Gott rundum. Und diese Oszillation wird immer kleiner, weil im Alter wird man immer weiser, immer vernünftiger. Man hat sehr viel Erfahrung gemacht und so geht man den Weg zu Gott. Und wenn man stirbt, dann bleibt noch ein bisschen was über und das nächste Mal kommt man. Und dann setzt man halt nicht so weit außen an, sondern schon ein bisschen näher an dieser Gottlinie und dann geht es noch einfacher. Und mit jeder Inkarnation wird es normalerweise leichter und leichter. Und dann sehen Sie hier noch zwei schwarze Linien. Das sind so diese Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Es ist so, wenn man jetzt diese Linie zu Gott sieht und man geht genau auf der Linie, dann erlebt man den Weg zu Gott als absolute Glückseligkeit und als Freude. Und je weiter wir uns von dieser Ideallinie zu Gott entfernen, umso größer wird unser Leid, umso unzufriedener werden wir, umso kränker werden wir. Es passieren in unserem Leben Dinge, mit denen wir nicht so zufrieden sind, die wir gerne anders hätten. Und dann bemühen wir uns wieder, auf den rechten Weg zu kommen. Und der heißt wieder zurück auf den Weg zu Gott. Und wenn wir jetzt uns recht weit entfernen, je weiter wir von dem weggehen, umso größer wird unser Leiden. Und damit auch unsere Sehnsucht, dieses Leiden zu beenden. Und wir suchen dann alles Mögliche, um wieder zurückzukommen. Und dann schießen wir natürlich übers Ziel hinaus. So ist der Saulus zum Paulus geworden, hat diese Linie von seinem Gottweg durchkreuzt und ist halt dann wieder zu dogmatisch geworden und geht dann, wie man es in der Kirche sieht, dass da sehr viele Würdenträger und Leute, die eigentlich für den Glauben arbeiten wollen, ganz schlimme Sachen machen, die uns in der Tagespresse immer wieder erstaunen, dass man sagt, dass sowas ein Pfarrer, dass sowas ein Bischof macht. Und es ist einfach das, man geht darüber hinaus und der geht dann auch wieder zurück irgendwo in die Bescheidenheit, in die Demut, kommt wieder irgendwie, und so geht es immer hin und her. Und diese Oszillation, wo man den Weg Gottes praktisch verlässt, die wird normalerweise immer kleiner. Und es ist einfach schön, dass der liebe Gott den Weg zu sich so regulativ eingebaut hat. Wenn wir da zu weit weggehen, dann werden wir unzufrieden und haben automatisch die Sehnsucht zurück. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die schießen ganz weit über diese Grenze, wo ich gesagt habe, hinaus. Und diese Grenze heißt, ich kann in dieser Inkarnation nicht mehr alles gut machen. Ich komme nicht mehr ganz zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Und wenn ich das in dieser Inkarnation nicht mehr schaffe, dann bleibt etwas über. Und wenn jetzt dieser Mensch stirbt, an dieser Stelle hier zum Beispiel, dann hat er etwas angesammelt, was ganz weit weg ist vom Weg Gottes. Und das schafft er nicht mehr in der Inkarnation, also nimmt er das mit. Und das verkapselt sich dann in seiner Seele. Und wenn er wieder geboren wird, da wird halt einer, der sehr weit entwickelt ist, sehr nahe an dieser Linie Gottes, auf einen Gottesweg inkarnieren, der tut sich leicht. Der muss jetzt nicht unbedingt einmal gläubig sein, der ist vielleicht sehr naturverbunden, hat von Haus aus ganz viel Liebe und sehr viel Fürsorge, setzt sich für Tiere und für die Natur ein oder was auch immer. Also es ist nicht immer so, dass sich der Gott auf die Stirn schreibt, sondern der lebt einfach in Harmonie mit der ganzen Schöpfung. Und dieser Mensch, der wo hier gestorben ist, der hat ja in seiner Seele irgendwas gespeichert, so eingefroren, wo er ganz weit weg ist. Und damit er
wenn er wieder geboren würde mit dem vollen Bewusstsein, dann würde er an der Stelle weitergehen. Und dann wäre natürlich eine Entwicklung für ihn zurück ganz, ganz schwierig und hart. Und da hat der liebe Gott eine Lösung gefunden und hat gesagt, gut, ich verkapsel das. Das, was er hier gemacht hat, seine Entfernung von Gott, die ist so groß gewesen. Und die mute ich ihm jetzt nicht auf einmal zu, sondern die verkapsel ich. Und wenn er dann geboren wird, dann wird er irgendwo vielleicht näher an den Gottesweg geboren. Aber er trägt diese Kapsel in sich und die strahlt in sein Wirken, in sein Wesen, in sein Leben hinaus. Es kann sein dann, dass manche Leute mit einem Handicap auf die Welt kommen. Es kann sein, dass manche Menschen dann irgendwie seelisch ein Handicap haben oder geistiger Handicap. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, dass Karma sich auswirken kann, weil man kommt ganz normal auf die Welt und im Lauf des Lebens strahlt aber dieses eine Teil, dieses Karmische, das so verkapseln in uns drin war und uns eigentlich in Ruhe gelassen hat. Wir haben ein schönes Potenzial aufgebaut. Wir sind gute Menschen gewesen, wir haben ein gutes Leben geführt und trotzdem kommen wir irgendwie nicht voran. Entweder sind wir dauernd krank und unsere Krankheit ist therapieresistent oder wir haben irgendwelche emotionalen Sachen, wir kommen in der Liebe nicht richtig zurecht, wir finden keinen dauerhaften Partner, es funktioniert da nicht oder wir sind geistig einfach so, dass wir da auch nicht richtig auf die Reihe kommen, dass wir die komischsten Dinge immer wieder denken müssen. Und je nachdem, auf welcher Ebene das ist, angestrahlt ist, sitzt halt das Karma oder unsere Schuld, die wir da haben, das, was da eingefroren ist vom letzten Weg, in uns drinnen und strahlt in uns aus und wir bemühen uns und bemühen uns und damit macht man das natürlich ein bisschen kleiner. Und so tragen wir das Karma ab. Also Karma ist nicht eine Strafe von Gott, dass wir das, was wir früher schlimm gemacht haben, wieder alles erleiden müssen und abarbeiten müssen, dass wir das nicht mehr machen, sondern das ist einfach eine gnadenvolle Möglichkeit, dass wir uns weiterentwickeln können, ohne dass wir alles sofort auf die Schulter gelegt kriegen und sofort wieder an den einknicken und es nicht schaffen. Also es ist, Karma ist eigentlich eine wunderbare und schöne Gelegenheit, vorwärts zu kommen. Und jetzt haben wir aber in unserem Leben Probleme und wir wissen oft gar nicht, weil das so verkapselt ist, wo kommt es her, wo kommt meine Therapieresistenz her, wo kommt meine Traurigkeit her, wo kommt meine Unfähigkeit, eine Beziehung zu leben her. Und da können wir natürlich dann nur vermuten, dass es vielleicht karmisch ist, genau wissen wir es nicht. Und dann wollen wir irgendwie ran an die Sache. Und es ist so, unser Karma wird sofort aufgehoben, wenn wir erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben und es zutiefst bereuen. Und mich hat Christus einmal mitgenommen an einen Ort, der war sehr dunkel und nicht schön. Und da haben wir eine Seele getroffen, das war ein Mann und es war einfach traurig, furchtbar, dunkel, schlimm. Und er hat unendlich gelitten. Und dann hat mir Christus erklärt, dass dieser Mann praktisch seine Familie verloren hat durch einen anderen Menschen, der die einfach hinweg gemordet und gequält hat. Und über diesen Schock, dass seine Kinder und seine Frau ermordet wurden, war dieser Mann so verbittert, dass er einen unendlich großen Hass und eine Wut auf den Täter hatte. Und wie mir gesagt worden ist, ist er 800 Jahre schon da und kann seine Wut und seinen Hass nicht loslassen. Und etwas später hat man dann eine zweite Person gesehen, einen Mann, der sich ganz rührend um den ersten gekümmert hat und der aber nicht wahrgenommen worden ist von den ersten, weil er in seiner Schwingvibration feiner war. Und dann ist mir gesagt worden, dass dieser zweite Mann, der sich kümmert, der Täter war. Und der hat, und das ist jetzt interessant, und dieser Täter, der eigentlich diese ganze Schuld verursacht hat, der hat eingesehen, was er Schlimmes gemacht hat, hat es zutiefst bereut und hat gesagt, ich will das nie mehr wieder machen, ich will das wieder alles gut machen. Es tut mir so leid. Und der ist von seinem Karma, von seiner Schuld befreit worden. Also der, wo das erlitten hat, der wo eigentlich gar nichts dafür gekonnt hat, der hängt immer noch seit 800 Jahren in seinem Hass, in seiner Verzweiflung, in seiner Wut. Und der andere, wo das gemacht hat, ist schon frei. Und wir empfinden das vielleicht als ungerecht, weil der eine viel länger leidet als der andere. Aber der liebe Gott hat uns den freien Willen gegeben und wir können mit unserem freien Willen natürlich selber generieren, was wir machen. Und wenn wir
in uns verharren und einfach Gottferne leben und Hass und nicht verzeihen wollen, ist ein Teil von Gottferne, dann dürfen wir das erleben, so lange, bis wir müde werden. Und irgendwann wird dieser Mann müde sein und dann wird er auch anfangen, irgendwie zu jammern und nach Gott zu rufen und dann wird er irgendwie schon die Informationen kriegen, dass er verzeihen soll, dass er vergeben soll. Denn nur wenn er loslässt, kann er selber wieder zurück. Weil immer wenn er voll Wut ist, ist die Wut und diese Schwingung in ihn und fesselt ihn natürlich in diesem Feld. Und das ist schon, wenn man das erste Mal hört, vielleicht, man ist total entsetzt. Das Opfer muss länger leiden, aber das Opfer bleibt einfach im Nichtverzeihen mit drin und trägt dann das mit. Und so ist es bei uns auch mit Karma. Also es gibt ja das Beispiel, wo Jesus das Gleichnis bringt von dem Mann, der einen Weinberg besitzt, in den gearbeitet werden muss, und er fährt da an die Stelle, wo die Taglöhner sind und holt da welche und die arbeiten im Weinberg und dann fährt er Mittag nochmal hin, weil er noch welche braucht und dann nimmt er wieder welche mit und dann braucht er nochmal welche und dann fährt er nachmittags und abends nochmal hin. Und dann als Feierabend ist, werden die alle ausbezahlt. Und die, die nur 2 Stunden gearbeitet haben, die bekommen genauso viel Lohn wie die, die wo den ganzen Tag gearbeitet haben. Und die den ganzen Tag gearbeitet haben, die waren natürlich sauer. Die haben gesagt, das ist ja ungerecht. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet und die, wo 2 Stunden da waren, die kriegen genauso viel. Und ich habe dieses Beispiel lange nicht verstanden. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass man das noch gar nicht richtig aufwägen kann. Aber es ist einfach ein bisschen, wenn man das überträgt aufs Karma, dann ist es einfach so. Jemand, der wo ganz lange arbeitet und halt nicht verzeiht, der braucht halt ein bisschen länger. Und bei anderen geht das ganz, ganz schnell. Und mit dem Karma ist es einfach so, dass wir 2 Formen von Karma kennen. Oder ich kann Ihnen sagen, es gibt 2 Formen von Karma. Das eine ist, wenn ich Opfer war. Wie dieser Mann, der da festgehalten worden ist und nicht loslassen will und nicht verzeihen will. Und dann werden Sie merken, wenn ich jetzt ein Opfer war, dann ist es so, dass ich das als ungerecht empfinde. Also wenn Sie jetzt in sich das Gefühl haben, wenn Sie mir zuhören und denken, ich finde es total ungerecht, dass der, wo das erlitten hat, das Schlimme, jetzt noch viel länger festgehalten wird als der Täter. Dann sind Sie wahrscheinlich, wenn Sie diese Empfindung haben, selber ein Opfer gewesen. Und das heißt, Sie müssen den anderen also Vergebungsarbeit machen. Da kommen wir gleich noch dazu. Und wenn Sie aber das Gefühl haben, wenn ich das erzähle, oh weh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so verziehen wird, dass ich da schneller frei werde als mein Opfer. Also genau die Reue, das, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Gott so viel Liebe ist und dass wir selber unsere Probleme lösen können, indem wir einfach wieder zu dem Weg Gottes zurückkommen und ins Verzeihen und in die Liebe hineingehen. Wenn sie da das Gefühl haben, na, ich bin ja gar nicht würdig und so, dann ist es wahrscheinlich, dass sie in dieser Täterrolle waren und dann dürfen sie einfach sich das auch erlauben und um Verzeihung bitten. Und das Schöne ist es, wenn ich jetzt ein Täter war und um Verzeihung bitte, und das kommt wirklich von Herzen und ich habe die tiefe Reue dabei und dass ich das nicht mehr tue, dann verzeiht uns Gott das vollkommen. Und jetzt, wenn ich aber sehe, dass das Opfer noch leidet, dann ist durch diese göttlichen Gesetze sowas wie ein großes Brennen, eine Sehnsucht, das wieder gut zu machen. Ich will das wieder gut machen, was ich da angerichtet habe. Und dann ist genau wie dieser Mann zu dem Opfer gekommen ist und hat den eigentlich Erleichterung gebracht, aber der hat ihn dann nicht wahrgenommen. So ist dann auch, wenn man Täter ist, dass man dann irgendwie was wieder gut machen will. Und das kann man dann machen, weil wir uns das selber dann schuldig sind, das tun wollen. Und wenn wir jetzt so Täter- oder Opferkarma haben und wir wissen, was passiert ist, dann ist natürlich das, den Täter verzeihen oder dem Opfer um Verzeihung bitten, ganz einfach. Aber wir sind ja so da, weil das verkapselt ist, haben wir keinen Zugang zu den Bildern, was ist da genau passiert. Und manchmal ist sogar gut, dass das ein bisschen versteckt ist, weil wenn wir alles wissen würden, was wir gemacht haben oder was wir erfahren haben, dann wären wir wahrscheinlich sehr ersetzt und es würde wie ein Trauma in unser Leben mit hineinstülpen und würde uns wenigstens eine gewisse Zeit lähmen oder irgendwie irritieren. Und so ist es einfach verborgen, verkapselt und wir merken nur, es ist irgendwas da. Und jetzt kommen wir auf 3 Ebenen. Ja, und jetzt war
damit ich überhaupt zu dem Thema komme, warum ich den Film mache. Ich habe mit der mich haben Kunden angerufen und haben gesagt, können Sie nicht etwas machen, dass man Karma lösen kann? Und das hat sich in letzter Zeit gehäuft. Ich bin also die letzten 40 Jahre, wo ich selbstständig bin, nicht mit diesem Wunsch konfrontiert worden. Und jetzt war es 3-4 Mal, dass Kunden angerufen haben oder Leute angerufen haben und haben gesagt, kann man da nicht etwas machen? Und dann habe ich mir halt hingehockt und habe meditiert und habe mit dem lieben Gott geredet. Und dann ist halt rausgekommen, dass ich sowas machen kann, dass es überhaupt kein Problem ist. Und das Karma ist aufgehoben. Also von Gott aus besteht für uns kein Karma. Wenn noch Karma besteht, dann ist es, weil wir in uns das noch nicht gelöst haben. Aber von Gott her ist keine Schuld. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter und die geht durch die Wohnung und schmeißt eine ganz teure Vase aus der Ming-Dynastie, die ein Vermögen kostet, runter und die bricht. Und dann haben Sie vielleicht, weil es so rumgetollt hat, irgendwie vor, das Kind zu bestrafen. Und dann kommt der Sohn und sagt, mein Papa, das tut mir so leid. Ich spiele wirklich nicht mehr in der Wohnung so wild rum und ich will das wieder gut machen. Papa, mir tut es leid, dass die Vasen kaputt ist. Ich will dir wirklich das wieder nicht mehr neu machen und ich will das wieder gut machen. Kürz mir das Taschengeld, was immer du auch meinst. Mir tut es unendlich leid, dass diese schöne Vase kaputt ist. Und dann frage ich sie als Papa, was sagen sie? Naja, okay, ich kürze dir zweimal das Taschengeld und dann tust du mal Rasenmähen oder irgendwie brav sein und dann kriegen wir das schon hin. Wenn Sie wirklich bei dem Kind sehen, der hat das eingesehen. Das war gar nicht Absicht, das ist einfach passiert, weil die Umstände so waren. Wenn er so ein Täter plötzlich damals mit ganz viel Macht ausgestattet war, dass der mit einem Fingerschnips 1000 Menschen hinrichten hat lassen können und er hat gar nicht die Reife gehabt, diese Macht zu tragen und ist da irgendwie so reingekommen. Wie viel Schuld hat er wirklich? Es ist immer so ein bisschen eine Frage, die wir aus Gottes Sicht sehen müssen. Und Gott hat einfach ganz viel Liebe für uns. Und er will ja nicht, dass wir bestraft werden und dass wir leiden, sondern er will, dass wir glücklich sind. Und er will, dass wir erkennen und umkehren. Das ist sein Wunsch. Und wenn er das erkennt, dass wir zurück wollen zu ihm, dann ebnet er uns alle Wege. Also so wie wir unseren Sohn, wenn der was kaputt gemacht hat, irgendwann dann verzeihen und sagen, ist schon gut, komm her. Setz dich auf meinen Schoß, ich drück dich ein bisschen. So sagt auch der liebe Gott zu uns, komm auf meinen Schoß, ich setze und drück dich ein bisschen und dann gehen wir und schauen wir weiter. Also Karma ist kein Problem für Gott, das ist nur ein Problem für uns. Und es besteht Karma fort, auch wenn es es von Gott aus nicht gibt, weil wir das in unserem System drin haben und weil diese Sache da ist. Und jetzt werden wir Karma lesen können und es ist momentan so eine tolle Zeit. Die Schwingung auf der Erde hat sich so erhöht. Es ist alles so super. Es sieht zwar außen manchmal total chaotisch aus, aber in Wirklichkeit ist es so segensreich die Zeit jetzt, dass sich Milliarden von Seelen wünschen würden, jetzt inkarniert zu sein, weil einfach so viel und so schnell gelöst werden kann und weitergeht. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, das zum Beispiel auf der körperlichen Ebene ist, ich habe den Transmitter, also diese Karma-Löse-Information auf so Quarzsand gefülltes Röhrchen geschwungen und dann, wenn Sie ein Problem haben, dann halten Sie das halt an die Körperstelle, wo das Problem jetzt primär auftritt und dann passiert nämlich genau das, dass hier diese Verkapselung von dieser karmischen Wolke aufgeweicht wird. Die wird fludrig, durchlässiger, weicher. Und wenn Sie körperliche Probleme oder Handicaps haben, dann nehmen Sie einfach den Transmitter und geben das lokal an die Stelle oder legen Sie sich das auf den Bauch, auf die Brust oder wo auch immer hin, wenn es ganz körperliche Sachen sind. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Und dann, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann machen Sie die Erlösungsarbeit für das Opfer und die Erlösungsarbeit oder die Verzeihungsarbeit für oder Umkehr der Verzeihungsarbeit für Opfer und Entschuldigungsarbeit für den Täter, da machen Sie beides. Aber wenn Sie schon merken, ich finde es ungerecht, dass dem jetzt vergeben worden ist, dann machen Sie einfach die Opferarbeit alleine. Und wenn Sie sich nicht so sicher sind, dann machen Sie einfach beides. Und es gibt zum Transmitter dazu eine vierseitige
Anleitung, wie man da vorgeht, wie man sich einstimmt. Es ist ein bestimmtes Gebet, das man frei formulieren kann. Es ist so ein bisschen vorgegeben, dass man da reinkommt. Und wenn mit dieser Energie, diese verkapselte Karma, solche aufgelöst wird, dann kann man damit arbeiten. Und wenn man diese Verzeihensarbeit macht, dass ich meinen Täter verzeihe, dann geht die Schwingung von dieser verkapselten Karma-Sache in meinen Körper, die löst sich auf. Und plötzlich sind dann therapieresistente Krankheiten, wo man oft schon Jahrzehnte rumlaboriert, die sind auf einmal dann, die lösen sich auf, werden immer milder und sind auf einmal therapierbar oder gehen so auch weg. Und das hängt halt immer von dem Grad an, wie kann ich verzeihen. Für manchen kann das ganz spontan auf einmal sein, der andere bemüht sich vielleicht ein halbes Jahr, macht jeden Tag oder alle Woche, wie er halt dazukommt, immer wieder diese Verzeihensarbeit. Man merkt da innerlich selber, wie man hinkommt. Weil wenn das Thema ist, dann merkt man manchmal ganz große Widerstände oder man spürt dann den Wunsch, na, da will ich jetzt noch reingehen. Ich will noch tiefer reingehen, ich will noch mal. Und so wie Sie das merken, in Ihrem Fall, so machen Sie das einfach. Und solange und ob es durch sind, ist immer ein sicheres Zeichen, wenn die Störung halt dann leichter wird oder weggeht. Entschuldigung. Wenn die Störungen auf psychischer oder emotionaler Ebene sind, wenn es um Partnerschaft geht, wenn es um Mobbing geht, wenn es um Gefühle geht, die wo man nicht in den Griff bringt, um Depressionen, um all diese Sachen, die mehr ein Emotionalkörper sind, dann nehmen Sie, wenn es um den emotionalen Bereich geht, den Transmitter in die linke Hand und halten den und machen dann, während Sie den halten, einfach diese Arbeit auch, die da beschrieben ist. Und da ist es so, dass diese, wenn Sie den in der linken Hand halten, dann geht über die linke Hand diese Energie mehr in Ihren Emotionalkörper rein und löst es da auf. Und dann die rechte Hand ist dann im Mentalkörper, also wenn ich irgendwie mit meinen Gedanken so verschoben bin, irgendwelche Ansichten habe, einfach nicht weiterkommen mit meinem Denken, mit meiner Ausrichtung, dann nehmen Sie den in die rechte Hand und da geht es ins Mentalfeld rein und löst da diese sitzende Blockade oder diese Verkapselung von Karma und kann dann auch aufgelöst werden. Und es kann durchaus sein, dass einer sowohl körperlich, emotional als auch geistig irgendwas sitzen hat. Wir sind ja oft Multitäter oder Multiopfer oder mal Täter, mal Opfer. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und arbeiten Sie einfach immer wieder mit den Transmitter und machen Sie wirklich diese Verzeihensarbeit und machen Sie diese Entschuldigung bei den Opfern. Und es ist wirklich so, dass wir an unser Karma nicht gebunden sind. Das ist so, wir sollen einfach erkennen, was wir falsch gemacht haben. Und wenn ich das schnell erkenne und wirklich ganz tief bereue, dann kann eine sehr große Schuld, die also wo die profane Welt außen meint, der hat sich aber wirklich belastet, die kann relativ schnell vergeben sein. Dass wirklich eine starke Schuld ganz schnell erlöst wird und der andere, der Opfer war und sich oder wenn was anderes ist, vielleicht was Kleineres und man hängt sich da rein, dass das dann ewig dauert. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das war vor ein paar Jahren, da hat mich eine Frau angerufen, die war schon 70 und die hat mir erzählt, taufrisch noch, als wäre es gestern passiert, dass ihre Turnlehrerin, und damals war sie 8 Jahre alt, beim Turnunterricht nicht aufgepasst hat, sie ist gestürzt und hat sich dann Fuß oder Hüfte oder irgendwas gebrochen. Auf alle Fälle war sie ab dem Augenblick ihr ganzes Leben gehandicapt. Und mit 70 Jahren hat die ihre Turnlehrerin praktisch vor 62 Jahren, was da passiert ist, immer noch die Vorwürfe gemacht. Und ich habe mir das mal gefranzert geredet, wie man in Bayern sagt, um ihr ein bisschen zu vermitteln, dass sie dieser Frau einfach verzeihen soll. Weil sonst kommt sie aus ihrer Krankheit, die ist in einer ziemlichen Krankheitskiste drin hängt. Und ich konnte das nicht vermitteln. Die hat ihre Wut und ihre Hass auf die Lehrerin, weil die da einen Augenblick nicht hingeschaut hat, die hat den so geliebt und hat den so pflegen wollen. Dann kann man auch nichts machen. Dann besteht praktisch das Karma weiter, weil sie immer wieder diese Energie, diese Schlimme, aufs Neue generiert und wenn diese Frau vielleicht ist mittlerweile gestorben oder wenn sie stirbt und hat nicht losgelassen, dann kommt genau das verkapselt wieder
in ihr Energiefeld mit rein, wenn sie als Baby geboren wird und trägt vielleicht dieselbe Behinderung wieder mit, weil sie die so lange manifestiert und in sich verdichtet hat, dass die sich dann in der neuen Inkarnation wieder zeigen kann. Also es ist wirklich so, dass sie mir glauben können. Ich bitte sie wirklich von ganzem Herzen, glauben Sie mir. Es ist so. Sie können auch das schlimmste Karma, wenn sie wirklich ganz tief in die Reue und ins Verzeihen hineingehen, lösen. Es ist wirklich heute so eine gnadensreiche Zeit. Und Gott will nicht, dass wir leiden, sondern Gott will, der steht mit offenen Armen da und wartet auf uns. Der will nicht, dass wir in der letzten Ecke leiden und traurig sind und uns schämen und überhaupt nicht vortragen. Der wartet mit offenen Armen, da, dass er uns empfangen kann. Und es kommt dann auch immer wenn ich etwas gemacht habe, dieser Wunsch, etwas gut zu machen, wieder in dieser Richtung, dass ich anderen helfe oder irgendwo einen Ausgleich finanzieller Art oder mit meiner Arbeit, dass ich irgendwo mitarbeite in einer sozialen Vereinigung oder irgendwie so privat einfach einen Nachbarn helfe. Also es gibt 100.000 Impulse, die jemand spüren kann, etwas zu tun. Und dann wird man selber auch wieder, wenn man ein bisschen was getan hat, dann habe ich irgendwann das Gefühl, jetzt habe ich es ausgeglichen. Jetzt bin ich frei. Weil nur etwas geschenkt zu bekommen, das wollen wir ja auch nicht. Und wenn jetzt unser Karma uns erlassen würde und wir würden das vollkommen geschenkt bekommen, das würden wir ja bekommen, dann geht es uns auch nicht gut dabei. Wir wollen etwas zurückgeben auch. Und das können wir dann machen auch. Und wir können dann auch, wenn wir mal uns still hinsetzen und beten, können wir überlegen, was will ich zurückgeben. Und dann kommen schon die Bilder und die Gedanken, was man machen könnte. Und irgendwann fühlt man sich ausgeglichen, fühlt man sich satt und sagt man, jawohl, das habe ich jetzt wieder gut gemacht, das habe ich abgetragen. Meine Schuld war groß, aber jetzt spüre ich, jetzt habe ich so viel getan, auch noch im Guten. Und das Schöne ist ja dann, wenn wir unser Karma nicht angehen, dann leiden wir darunter. Wenn wir aber, und das ist das Schöne einfach an dieser Karma-Arbeit, in den Augenblick, wo ich hier bin, leide ich furchtbar. Oder wenn das Karma hier schwingt, dann bin ich auch nicht glücklich. Und wenn ich wirklich da zurückgehe, dann durchschreite ich praktisch diese Linie, diesen Gottesweg. Und dann ist dieses immer noch da. Und ich habe dann den Wunsch auch noch, das in Ordnung zu bringen. Aber ich bin dann bei meiner Arbeit, das aufzuräumen und in Ordnung zu bringen, glücklich, weil ich auf dem richtigen Weg bin. Wissen Sie, das ist so wie jemand macht irgendwie was kaputt. Ob es jetzt irgendeine Familie, ein Gebäude oder irgendwie was ist und er hat keine Gelegenheit, das in Ordnung zu bringen, dann leidet er. Wenn er aber sich mit dem, der wo geschädigt ist, zusammensetzt und sagt, Mensch, tut mir jetzt leid, ich habe dein Haus kaputt gemacht, ich bin mit dem Auto nicht gefahren, das ist zusammengebrochen, komm her, wir bauen es zusammen wieder auf. Und dann hat er plötzlich Freude dabei, weil er dieses Haus wieder aufbauen kann, weil er mithelfen kann, das, was er da gemacht hat, verkehrt macht. Und das ist das Schöne an der Karma-Arbeit. In den Augenblick, wo man wirklich zu Gott geht und um Verzeihung bittet, komme ich ins Glücklichsein rein. Und ich werde zufrieden und arbeite dann noch das ab. Also ich bin nicht mehr Opfer und leide unter dem Ganzen, sondern ich bin ein aktiver Mensch und kann mit meiner Schaffenskraft und mit meiner Tat das wieder gut machen. Und so wünsche ich Ihnen mit den Transmitter, wenn Sie es probieren wollen, ganz, ganz viel Erfolg. Und natürlich freue ich mich Ihre Rückmeldungen. Ich gebe ja als Verleger die Zeitschrift Herzgefühl, der Weg vom Kopf ins Herz heraus. Das ist vielleicht auch einmal ein Thema, dass man den einen oder anderen Erfahrungsbericht auch noch bringen kann. Ich würde mich freuen. Und eines möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Glauben Sie mir das, was ich Ihnen sage, weil es stimmt. Ich habe es erfahren, ich bin oft mit Christus unterwegs, er nimmt mich mit, er liebt mich so unendlich und sie auch. Und es geht dann nur darum, diese Liebe wirklich anzunehmen. Und so wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute von meinem Schreibtisch. Vielleicht mache ich wieder einmal einen Film von hier aus. Schauen wir mal, wie die Rückmeldung von Ihnen ist und wie es Ihnen gefallen hat, einmal eine solche Einstellung zu sehen. Mit einer Kamera, ohne Zoom, ohne Schwenk, ohne alles. Und dann schauen wir weiter. Alles Gute für Sie und wir sehen uns bestimmt wieder irgendwann einmal. Tschüss und auf Wiedersehen.